Konnichiwa, Twitches. Wir machen weiter. Wir hatten gerade eine kurze Diskussion über Schizophrenie und multiple Persönlichkeitsstörungen. Ich habe das in Let's Plays, glaube ich, schon öfter mal erklärt, dass Schizophrenie, also grob gesagt, ne? Wenn es euch interessiert, lest es euch selber irgendwo durch. Habe ich auch gerade schon gesagt. Schizophrenie ist, wenn man Stimmen hört, multiple Persönlichkeit ist, wenn man mehrere Persönlichkeiten in sich hat. Da kann auch eine Schizophren von sein, warum denn nicht? Aber da spaltet sich halt quasi die Persönlichkeit durch irgendwelche traumatischen Ereignisse. Supix Games-like. Vielen Dank fürs Trollen. Willkommen in der Schublade. So. Trollen, Morsecode entschlüsselt, was zahlst du? Muss ich echt den Morse... Kommt das scheiße, wenn ich... Metal Bear, du kriegst 10 Popel. Fürs Morsecode entschlüsseln. So, hatte ich das hier jetzt schon angeguckt? Ja, das war das da. Was war denn nochmal? My name is Hannah. Ja. It's Pam. It doesn't work from here, but I get the idea. Sorry. Hannah Smith, I live at 31 Gladstone Street. Ich schreib mir mal... Ich muss mir, glaube ich... Jetzt fange ich schon eine zweite Seite an. Also, bei dem einen behaupt... Ich weiß nicht, wie ich es gliedern soll. Ich weiß nicht, wie ich meine Notizen gliedern soll. Eigentlich müsste ich sie nach Datum gliedern, um zu gucken, welche Person was sagt. Ich glaube, so mache ich das. Wir haben eine Eve. Wir haben eine Hannah. Hannah spricht am 18.06. Bei Eve muss ich gleich nochmal gucken. Es wird jetzt eine wahnsinnige Zettelwirtschaft, die ich mir... Was ist da denn? Ist sie da an einem Lügendetektor angeschlossen? Yes. My name is Hannah Smith. Oh, shit. Sorry. Okay, Moment. Ist sie da jetzt Hannah oder nicht? Weil sie ist ja an einem... Hä? Ist sie da jetzt Hannah oder nicht? Warum ist sie an dem Lügen... Danke für die Aufklärungsarbeit, Troll. Und am schlimmsten sind diese T-Shirt-Sprüche, wo... Hä? Sind diese T-Shirt-Sprüche mit Wortwitzen, in denen Schizophrenie falsch verwendet wird? Ja. Das ist... Ja... Ich weiß auch nicht, warum sie... Und dadurch, dass das immer mehr Leute das so sagen, etabliert sich das halt immer mehr. Deswegen ist es ganz gut, da ab und zu mal so ein bisschen die Klugscheiße raushängen zu lassen und zu sagen, nee. Wenn einer Gollum ist zum Beispiel, hat eine multiple Persönlichkeit. Gollum ist nicht schizophren. Der hat halt zwei Persönlichkeiten. Die eine liebe, naive, nette und die andere, nee. Ne? Kann man aber auch verstehen bei seinem Lebenslauf, dass sich da irgendwie die Persönlichkeit abspaltet. Jedenfalls, hier jetzt. Wenn sie sagt, oh shit, sorry, hat sie irgendwas falsch gemacht. Aber was war denn eigentlich ihre Aufgabe? Was sollte sie denn sagen? Das ist ominös. Ich glaube, wenn ich Leidetektor eingehe, dann kommt das sowieso, oder? Warte, ich schreibe mir auf. Ich will gucken nach Detektor. Jack Spellow. Vielen Dank fürs Trollen und willkommen in der Schublade. Hey. Trollen Morsecode umsonst, aber nur wenn du ihn brauchst. Ich werde danach fragen dann. Also sobald ich von mir aus denke, okay, wenn ich jetzt nur für mich spielen würde, ne, würde ich es jetzt entschlüsseln, dann frage ich dich, okay? Across the road, where my parents first lived there, was a midwife called Florence. Florence. When Hannah was born, I was born at the same time. The midwife was there to help. I'd been throttled by the cord, probably wrapped around my neck by Hannah. The midwife told my mother I was dead.
but I wasn't. She wrote all this stuff in a diary. Amazing what people will admit to on paper. Also sind die Zwillinge. Alter Vater! Oh! Oh! Das könnt ihr doch nicht machen! Oh Gott! Heilige Scheiße! Habt ihr das gesehen? Oh. Ich hab die schlimmste Gänsehaut meines Lebens. Ey, fuck it. Ey. Nicht cool. Am Anfang von solchen Tests muss man immer Fragen beantworten, bei denen man nicht lügt. Also Name, Wohnort, Alter und so, okay? Also hat sie da jetzt nicht gelogen. Was ist der Sinn der Belastbarkeit? Belastbarkeit. Der Sinn der Belastbarkeit. Vielen Dank fürs Trollen und willkommen in der Schublade. Oh, da kann er nicht einfach so ein Gesicht aufblitzen. Ich habe jetzt voll keine Lust mehr weiterzuspielen. Warte mal, was hat sie da jetzt gesagt? Stimmt, sie sind Zwillinge. Die wurden gleichzeitig geboren. Und die Hebamme Florence? Florence habe ich mir nicht aufgeschrieben. Florence. Oh, ich habe jetzt voll das Kratzen. Moment. Das hat mich gerade echt mitgenommen. Habt ihr das Gesicht erkannt? Ist das, sitzen wir vielleicht selber gerade vor dem und gucken uns das an? Blitzt da einfach ein Gesicht auf, ich raste aus. Okay, was haben wir jetzt hier noch? She recognized me from the window. She told me to come inside and she hit me. They had made the attic into a place where Hannah could play. It was a dollhouse. She hit me up there. No one else ever went into the attic. It was her place. Ah! Kann das bitte aufhören? Aber das war doch jetzt ein anderes Gesicht als vorhin. Wollt ihr mich verarschen? Das Gesicht bin ich, aber das war doch jetzt ein anderes Gesicht. Ich bin doch jetzt jemand anderes. Oh. Okay. Ich zieh das durch. Ich habe eine scheiß Angst jetzt davor. Ich habe echt jetzt Angst. Richtig, richtig. Das Dollhaus scheint mir aber wichtig zu sein. Ja, ich denke, während ich rede. Dollhaus. Oh, diese... Ich will nicht, dass da diese Gesichter kommen. Kann man das ausstellen, bitte? Das ist echt fürchterlich. Hey, death to you. Okay, ich will mal nach Florence gucken. Wow, okay. Das scheint richtig zu sein. Florence took me home with her. Mother hadn't been expecting twins and had a healthy baby. I guess she was just happy for Florence to clean up. Take away the evidence that this was anything but a happy occasion. Okay. Ey, kommt das jetzt nach jedem? Das gibt mir jedes Mal wieder die Creeps. Hey, Floki. Ich wünschte, ich könnte das... Ist das so gut, Ayuka? Dass du dir wünschst, du könntest es nochmal spielen. Sorry. Du bist nicht schon Jumpscares. Es ist ja auch kein Jumpscare, aber es ist halt... Ich mag das nicht, wenn einfach Gesichter auf dem Bildschirm auftauchen. Das ist... Das ist ja nicht so richtig Jumpscare. Es ist echt noch zu ertragen, aber es gibt mir echt die Creeps gerade. Trollen, ich würde sagen, flackernde Gesichter bedeuten, du bist auf dem richtigen Weg. Ja, das kann gut sein. Ich soll mal in den Mülleimer gucken. Hack-Info. Guck mal hier. Mirror Game.
Was ist denn jetzt erstmal das? Was? Grace? Grace Hack? Cyber Ghost? Ein Gesicht? Cracks with Glass. Ach, da ist ein gecracktes Game drin oder was? What? Das verstehe ich nicht. Okay, nee, das machen wir jetzt nicht. Weiß nicht, ob irgendwas passiert, wenn wir das tun, aber... Toll, ein Grace-Anmut. Ist das nicht Gnade auch? Ich weiß es nicht. Florence raised me in her home. I never left it. She kept me out of sight. It wasn't odd for people to see a midwife with a baby, carrying in supplies, washing nappies, that sort of thing. I never knew any different. I grew up looking out of my window and seeing her across the road. I thought it was like a reflection in the mirror. She was me. Die hat gegenüber... Ja, hallo Gesicht. Die hat gegenüber gewohnt. Die wurde als Baby ihrer Mutter weggenommen und hat aber dann gegenüber gewohnt. Wie kann denn das nicht auffallen? Und die Mutter... Alter. Hannah, hey, danke schön. Wie kann denn das nicht auffallen? Warte mal, ist sie jetzt... Moment hier nochmal ganz kurz. Florence raised me in her home. I never left it. She kept me out of sight. It wasn't odd for people to see a midwife with a baby, carrying in supplies, washing nappies, that sort of thing. I never knew any different. I grew up looking out of my window and seeing her across the road. Okay, it was like a reflection in the mirror. Also muss das doch eigentlich jetzt Eve sein. Ich will mir gerade mal aufschreiben, wie die aussehen, damit ich erkenne, ja, was heißt, was sie tragen. Boah, ey, ich hab so die Creeps. Wie passend, der war gut. Ich schätze mal, es ist Eve. Da gerade. Alter. Er hat Spacken heute so rum. Ivova, vielen Dank fürs Trollen und willkommen in der Schublade. Alter, ist das krass. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass jemand im Türrahmen steht neben mir. Das okay, das geht ganz schön lang. Florence was a warm, kind person. But she was broken, I guess. When I found her diary, I also found a biscuit tin with other stuff in it. Older papers, letters, that kind of thing. Her story wasn't there. I never really spoke to her about it. I was far too young to really understand. I guess I just put it together later, once I was older. She had loved children, planned to have a large family, but her husband died in the war. And that was back when you married for life. She never felt like she could marry again. Isn't that strange?
She was a widow from her 20s. But, I mean, I guess it was different then. You know, you married for life and she felt she could never marry again. I guess it was harder, a war widow. One of the dead. I don't know, maybe there was more to it than that. I don't really know. Die fummelt aber eigentlich auch in jedem Ding irgendwie so mit ihren Fingern rum, ne? Finger. Ich schreibe mir jetzt wirklich alles auf, was mir an den einzelnen Personen auffällt, um das wirklich differenzieren zu können. Warte, irgendwas hatte ich da noch. Was wollte ich denn da nochmal nachschauen? Florence was a warm, kind. When I found with other stuff in it, older papers, letters, that kind of thing. Her story was in there. I never really spoke to her about it. I was far too young to really. Okay. No. It was just me and her. It was the name they were going to call their first child. They talked about it and I'm going to try when he came back. Florence's family had a history of firstborn girls, so they were convinced it was going to be a girl. It's hard to know if this is all true. These are stories I remember that I read when I was a child. Maybe I misread, maybe I misunderstood. Sometimes it's hard to remember what happened last week. Moment. No. It was just me and her. It was the name they were going to call their first child. They talked about it and I'm going to try when he came back. Florence's family had a history of firstborn girls, so they were convinced it was going to be a girl. It's hard to know if this is all true. These are stories I remember that I read when I was a child. Maybe I misread. Okay, aber sie ist jetzt. Also die Florence hat sie Eve genannt, weil Florence' Mann, der ja verstorben ist im Krieg, die beiden wollten ihr erstes Kind ja, also ihre erste Tochter Eve nennen, weil die in der Familie, hey Cracky, weil die in der Familie ja immer zuerst, also erstgeborene Frauen, Mädchen haben wohl. Boah, leck mich fett. So. Wo mache ich jetzt weiter? Leihdetektor wäre doch mal interessant, oder? Guck mal da. Und da ist das nicht drin, was wir vorhin hatten. Warum nicht? Yes. I'll take a Leihdetektor test. Okay. I've never taken a Leihdetektor test before. Does it really work? Und mehr gibt's nicht. My name. That was the only question I failed. Your lie detector works. Okay, was hatte ich vorhin eingegeben? Als ich das Video gefunden habe, wo sie den Lügendetektor das erste Mal trägt. Hannah? Hatte ich da Hannah? Ja, das hier, ne? Yes. My name is Hannah Smith. Oh, shit. Sorry. Da hat sie gesagt. Aber eigentlich ist. Also, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, dass sie Eve ist. Mit der weißen Bluse. An dem Datum. Weil sie ja die ganze Zeit von Hannah redet. In späteren. Ne, im späteren oder früheren Verlauf. Auf jeden Fall am selben Tag. Ja, klar, Twins. Oh, danke. Mein Hirn.
Twins. Really? Are you really asking me that question? Ey, jedes Mal wieder. Are you out of your mind? Twins. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen dazu vielleicht? There were always princes and princesses. They were the special people, more important than the other characters in their stories. We knew we were like that. Twins. Magical. We were the princesses. We had a poster of Princess Diana from the newspaper up in our attic. Had a pride of place. And underneath we used to put all our special things. When her engagement was announced, we were obsessed with everything she did. And later, when her life went so bad, we felt for her. Her divorce last year just kind of drew a line under things. Okay. Ja, und jetzt? Deswegen wohl so, oh, sorry, weil sie sich versprochen hat. Ja, aber ich sag doch nicht aus Versehen einen falschen Namen. Ah, guck mal da. Aber wer ist die Tätowierte dann? Yeah, we were 17. It was a nice wedding, people said. Simon looked very handsome in the photos. His parents paid for everything, but he's an only child, so it was important to them. It was what they called a shotgun wedding, but if you looked at the photos, you couldn't tell. The dress was beautiful. It looked like Princess Diana's. The train wasn't quite as long, though. There's a great photo of the bridesmaid helping to carry it out of the car. Ja gut, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Habe ich da einen Verlauf eigentlich? Boah, das ist ja geil. Was ist das? Ah, das kann man ausstellen. Okay, aber jetzt sieht es echt kacke aus. Ich lasse das mal. Weil das hat schon irgendwie Flair, wenn das so ist. Alter, ich sehe da ein Gesicht. Durchgehend. Hier schimmert durchgehend ein Gesicht. Hier sind die Konturen. Hier ist der Mund. Leute! So, habt ihr irgendwie... Ich weiß gerade nicht mehr, was ich googeln soll. Florence hatte ich. Tim? Nee, haben wir schon. Rapunzel. Fucking hell, deswegen ist auch hier... Boah, ey, ist das creepy. Okay, mit Rapunzel haben wir eine ganze Menge, wa? Sorry, sorry. The picture, the way it's drawn, just reminded me of the books we used to read as children. I read those fairy tales over and over, and they were so real to me. Rapunzel was my favorite. My brain is just full of it. Oh, and your bees in color. Ob wir damit weiterkommen? Ich weiß ja gerade nicht. Did I pass? Sorry, I messed it up with all that Rapunzel stuff. Do you need me to do that card again? Was hat sie denn da gemacht? Was hat sie denn da gemacht? Could the hairs have come from somewhere else? I mean, could they... We have a lot of dolls in the attic. There's a Rapunzel doll with long blonde hair. Could they have come from there? Geht's jetzt um Puppen? Ich schreibe mir jetzt nochmal Doll auf.
Weil diese reden so viel von diesem Puppenhaus. We were obsessed with fairy tales. Not just the pretty, pretty ones, but the traditional ones. They were dark and real, bizarre and violent. Felt like life. We had this huge old book that I think Mum must have bought from a library sale. The illustrations had thin tracing paper over them to protect them. They were in colour, shiny plates. At the front of the book was an index of illustrations. We read that more than the actual stories. We'd read aloud the captions and flip between the pictures. There was something intimate about peeling back the tracing paper, undressing the pictures. Rapunzel's hair is cut. The eagle plucks out his heart. The princess pricks her finger. Okay, ey, dieses leichte Gesichtsschimmern. Ich dachte, das wären einfach die Lampen, die so komisch sind, aber es ist halt wirklich der Kopf, der dazwischen ist. Oh Gott. Das hat jetzt schon ein bisschen... Zum Glück spiele ich das nicht alleine gerade. Zum Glück seid ihr da. Gib mal Herr ein oder Blond. Ich hätte jetzt gerade erstmal zumindest Doll probiert. Ja. Dollhouse. Da, guck mal, zum Dollhaus haben wir noch ein bisschen was. Es ist immer nicht so richtig ersichtlich, wer jetzt eigentlich wer ist. Yes. I inherited it from my parents, so it made sense to move back. Me and Simon. Felt like going back to old ways before the pregnancy. Reminded me of being a girl. The dollhouse in the attic. Old things. We didn't sleep in my parents' bedroom for a long time. We decorated it as soon as we moved in, but it was another year before we started sleeping there. Okay, mein Hirn hat sich verknotet gerade. Also wenn die in der weißen... Die fummeln alle dauernd dann... Oh, ich... Oieiei. Oh, hey, Hecki. Vielleicht auch versuchen, die einzelnen Clips nach Sessions zu sortieren. Ja, ich kann da ja nichts... Oder kann ich die zu... Naja, guck, ich kann da ja nur bestimmte Sachen... Wie kriege ich denn das wieder raus? Kann ich das wieder wegziehen? Ich will das da nicht mehr drin haben. Geht das irgendwie? Ich krieg das da jetzt nicht mehr raus. Na super, naja. Yes. I read a lot as a child and watched lots of TV. Then the doll's house we had, we still have in the attic. It's kind of a fairy castle. We used to play out there and make up our own stories. Also wenn sie wir sagt, meint sie dann ihre Zwillingsschwester und sich? Ich... Oder wer ist denn wir? Und welche von den beiden ist jetzt die, die mit Simon verlobt war? The legal stuff was completed very quickly. Hannah moved back in with Simon. Eric gave Simon the week off to help with the move. He decorated, modernized wallpaper curtains. Hannah insists the attic be left as it was. Dollhouse and all. Simon never went up there. Okay, jetzt nochmal. Ich habe. The legal stuff was completed very quickly. Hannah moved back in with Simon. Eric gave Simon the week off to help with the move. Where's Eric? He decorated, modernized wallpaper curtains. Hannah insists the attic be left as it was, dollhouse and all. Simon never went up there. Okay, kein Gesicht. Where's Eric? Ah, guck mal. He was wearing a shirt. It's a blue turtleneck shirt and jeans. He has a watch. It's a really nice one. That was a gift from his boss, Eric.
He had his coat, a long grey duffel coat, like Paddington Bear. He would have taken that with him. It's not in the house. Okay, Eric ist halt dann der Boss von Simon wohl. Aber warum reden die so viel über ihn? So, it was Friday evening. We had an argument. He left. On Saturday he didn't come back. I waited all day. He was supposed to go help Eric out with something on the Saturday afternoon. They had a job. He didn't show. So Eric was ringing on the phone. I checked at the Rock, that's our local. They said they'd seen him on the Friday night, but not since. He still wasn't back this morning. It just isn't like him at all. Still not back by dinner time. It's getting dark again. So I decided to come and see you. His parents haven't heard anything either. Okay, also ist das das Datum, an dem sie den dann scheinbar als vermisst gemeldet hat? Am Ende sitzt er gerade selber vorm Rechner oder so. Yes, there's a car that we share, a Cavalier. And a van he uses for work. It's owned by Eric, but we look after it. Both of them are there now, parked in the street. I'm not sure about the keys for the van. I can look for you when I get back. Sekunde. Oida, okay. Yes, that would be in his wallet. It's a Visa, a silver one. He doesn't like to spend money he doesn't have, so he usually pays with cash, but Eric convinced him to get one. Das bringt uns gerade alles nicht wirklich weiter, huh? Eric was like an uncle to him. They were pretty close. They spend a lot of time with each other, especially when they have to go to conferences. Have you met his wife, Diane? Ist das hier jetzt wieder Hannah? Schon, oder? Weil, Moment. Man hört auch, ich höre auch die ganze Zeit, wie sich dieser Mensch, der da vor dem Rechner sitzt, bewegt. Das ist voll verstörend, Mann. Sechs, neun, vier. Ach, guck mal. Und es ist auch schon wieder Zeit, einen Cut für YouTube zu setzen. Liebes YouTube, bis zum nächsten Mal. Ich war jetzt echt still, ne? Mal singen.